Ja, bei der Frage, ob ich mich freue als die neue Aufgabe als Direktor, da musste ich etwas schmunzeln, weil es ja keine Sache ist, wo ich mich darauf beworben habe. Das ist ja nicht so, dass das ausgeschrieben ist. Man weiß es zwar, welche Stellen vakant sind, aber es gibt ja eine Umfrage bei den Mitbrüdern und dann wird mal vorgeschlagen, der Provinzial geht dann auf einen zu und fragt dann. Da war ich schon ein bisschen überrascht. Ich habe auch einige Wochen Zeit gehabt, darüber nachzudenken und habe dann gemerkt, ja, ich übernehme die Verantwortung für die Gemeinschaft hier. Einmal für die Gemeinschaft selber, für die Hausgemeinschaft, auch wenn sie vom Alter her etwas älter ist, aber so einen Zukunftsblick zu haben. Was können denn wir Salesianer heute hier in München eine Antwort geben auf die Zeichen der Zeit, was gerade so los ist in der Kirche? Es treten ja viele Menschen aus der Kirche aus. Ist der christliche Glaube überhaupt noch relevant für unsere Gesellschaft? Und da möchte ich mit der Gemeinschaft versuchen, eine Antwort darauf zu geben. Nicht nur da zu sein, sondern auch wirklich zu schauen, was können wir mit unserer Erfahrung auch in die Zukunft reinbringen, in die nächste Zukunft. Ich glaube, wir müssen alle nur auf Sicht fahren. Wir wissen noch nicht, was auf uns zukommt, aber es wäre mir wichtig, nicht nur in die Vergangenheit zu schauen, sondern in die Zukunft zu schauen. Was können denn wir hier tun? Ein anderes Thema ist so der Bereich Salesianum. Einrichtung hier, auf dem Campus gibt es ja verschiedenste Einrichtungen. Was da so auf mich zukommt, das weiß ich noch nicht. Das ist noch offen. Das wird sich erst in den nächsten Wochen herausstellen. Aber da versuche ich auch da zu sein, hinzuhören, welche Bedürfnisse sind da. Oder könnte man auch irgendwie mal ein Angebot starten, das es hier noch gar nicht gibt. Als Person ist mir wichtig, die Umwelt, die Natur, einen guten Umgang zu haben mit den Ressourcen, darauf zu achten, dass wir uns ernähren mit Produkten aus der Umgebung, Slow Food betreiben, einkaufen, nur soweit es möglich ist, aus den Produkten, die es jetzt hier in der Gegend gibt. Das ist mir wichtig von der Umwelt her, dann auch die Menschen, die hier leben, die hier arbeiten, die hierher kommen. Es sind hier auf dem Campus einige Schulen. Die Lebendigkeit, die es hier gibt, ein Miteinander, das merkt man auch bei manchen Festen. Da kommt jung und alt, Kinder, kleine und große, alles sind da und man versteht sich, man feiert zusammen und auch man merkt sich hier jetzt auf dem Gelände, Menschen kommen hier vorbei, sie bringen ihre Kinder in den Kindergarten. Ja, diese Lebendigkeit ist Miteinander.